Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zu Sky Sport News HD. Zwei Tage Zeit zum Nachdenken, zum Sammeln und heute hat er gesprochen auf der Pressekonferenz. Der Bundestrainer über seine Person, über Änderungen im Team und den Weltmeister Frankreich. Und das Wichtigste gibt es jetzt dazu bei uns. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier zu Sky Sport News HD. Wir bringen frische News aus den USA. Schauen wir noch mal darauf, was die News im Anschluss an unsere Sendung für Sie haben. Marleen klärt sie auf. Marleen, was gibt's Neues vom Tage? Langweilige Aufgaben reizen Christian Heidel nicht. Wird sich vielleicht manch einer denken, dann hat Heidel ja auf Schalke jetzt seinen Traumjob gefunden. Patrick Lange hat sich erneut zum König der Triathleten gekrönt. In der Rekordzeit von 7 Stunden, 52 Minuten und 39 Sekunden. Er verteidigte seinen Titel damit beim Ironman auf Hawaii. Gestern Abend, das war die große Griezmann-Show, 3:0 gegen Olympique Marseille. Atletico Madrid ist Europa-League-Sieger. Das Landgericht Frankfurt hat die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen die ehemaligen DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt abgelehnt. Für die Staatsanwaltschaft ist das nach über 2,5 Jahren Ermittlungsarbeit eine heftige Ohrfeige. Julian Nagelsmann, willkommen. Jüngster Bundesliga-Coach in der Geschichte. Willkommen bei der TSG Hoffenheim. Willkommen im Abstiegskampf. Heute die Pressekonferenz, 13 Uhr, live bei Sky Sport News HD. Als Bundestrainer, du bist auch Weltmeister geworden, hast dann irgendwann gesagt, so Feierabend, jetzt ist Schluss. Was würdest du dem Bundestrainer denn jetzt raten? Ihr beiden, was dürfen wir erwarten von diesem Topspiel? In dem Zusammenhang würde ich gerne noch mal ein bisschen mit dir spekulieren über eine mögliche Startelf, die Pep Guardiola da morgen auf den Platz bringt. Würden sich ja einige Fußballfans in Deutschland auch freuen, wenn es ein bisschen spannender ist. Nicht die Bayern-Fans natürlich. Vielen Dank, Torben Hoffmann, für deine Einschätzungen. Dann lieber schlechte Leistung, aber Sieg am Ende. Ne? Das würden sie dann eher mitnehmen. Vielen Dank, Marc Bärenbeck, für uns in Amsterdam. André Breitenreiter hat gesagt, es wird kein anderes Spiel als am Wochenende. Und André Schubert hat gesagt, es wird ein komplett anderes Spiel. Was wird es denn jetzt für ein Spiel dann später? Und wir bereiten Sie gleich optimal vor auf Tennis. Es geht nach Rom zum Kollegen Florian Bauer. Es wird noch ein bisschen gepinselt im Hintergrund. Wenn das Make-up dann gleich sitzt, dann schalten wir zu ihm. 3 Duelle mit deutscher Beteiligung. Kann man noch ein bisschen draufbleiben eigentlich, oder? Läuft.